Menschen jeden Alters treffen sich in lockerer Atmosphäre und singen gemeinsam Hits von damals bis heute. Genau das ist Rudelsing. Was einmal ganz klein in Münster angefangen hat, ist mittlerweile zu einem bundesweiten Trend geworden. Mehrere Rudelsing-Teams touren durch die Republik und nun feiert die Massenkaraoke auch in Cottbus Premiere. Christine Wolf, die Sängerin aus Potsdam, will mit ihrem Rudelsing-Team nun auch die Cottbusser begeistern. Der Reiz des Rudelsings scheint darin zu bestehen für die Leute, dass sie einfach mal singen können, ohne gleich in einen Chor gehen zu müssen. Das heißt, sie kommen, sie haben keine Verpflichtung, sie müssen keine Noten kennen, sie müssen nichts proben. Und dann zieht man wie so eine Art Stecker und dann singen die los und sind einfach happy. So ein Rudelsingen geht rund 2 Stunden, je 3x30 Minuten mit 2 kurzen Pausen. Mit Charme und Witz leitet dabei Christine gemeinsam mit ihrem Sohn Alexander am Piano von Lied zu Lied. Die Texte kommen an die Leinwand, dazu sind 2 Musiker auf der Bühne, es gibt Halbplaybacks und dann ist vom ersten Ton an eine totale Stimmung. Alle singen im Rudel, nicht wild durcheinander, sie dürfen schief singen und es klingt trotzdem gut. Die Musikauswahl reicht dabei von ABBA bis Udo Jürgens, von Karat und Pudis bis Pink Floyd. Dazu Folk, Pop, Country und Schlager. Für jeden ist etwas dabei. Beim Rudelsingen ist es so, dass man für jeden Geschmack was im Programm hat. Man merkt am Abend, jeder Song funktioniert, wenn ihn alle kennen. Und da gibt es also in unserer Liste, die wir bisher aufgestellt haben, 800 Titel, die man nehmen könnte. Christine freut sich schon riesig auf das Rudelsingen in Cottbus. Sie hat eine ganz eigene Bindung zu der Lausitz-Metropole. Für mich ist das wirklich eine Freude. Ich habe vor etlichen Jahren in Cottbus am Staatstheater viel gesungen als Solistin. Und ich hatte immer irgendwie den Wunsch, hier nochmal zurückzukommen. Und jetzt mache ich das also mit dem Rudelsingen. Ist echt eine schöne Sache. Alle, die Christine live erleben und mitsingen wollen, sollten sich den 16. Oktober freihalten. Ab 19.30 Uhr wird dann die alte Chemiefabrik zur Rudelsing-Arena. Karten kosten 10, ermäßigt 8 Euro. Alle Infos zum Event und zum Ticketkauf sind auch im Netz zu finden.